Die westlichen Aktienmärkte haben wieder mal ein Muster gezeigt, das geradezu typisch ist. Ein Problem taucht auf und dieses Problem ist so lange kein Problem, bis es ein Problem wird. Also man sagt sich, das spielt keine Rolle, bis es eben eine Rolle spielt. Und jetzt spielt es plötzlich eine Rolle, dass Evergrande hier in schwersten Turbulenzen ist. Wir sehen, dass in Hongkong der Hang Seng massiv unter Druck ist. Wir sehen Evergrande weiter fallen. Wir sehen andere Immobilienentwickler fallen. Und das führt dazu, dass die US-Futures tiefrot sind. Und das führt wiederum dazu, dass auch die europäischen Aktienmärkte zunächst mal mit deutlichen Verlusten eröffnen werden. Schauen wir uns aber mal an, was eigentlich mit Evergrande los ist. Hier sehen wir vielleicht mal ein bisschen klarer, warum doch dieser Vergleich mit Lehman nicht ganz verkehrt ist, warum da ein ganzer Rattenschwanz dran hängt, den man nicht einfach mit einer Regierungsintervention mal eben ruhig stellen kann. Das versuche ich in diesem Video mal kurz zu zeigen. Fangen wir zunächst mal an mit den Turbulenzen. Wir sehen hier den Hang Seng, der deutlich unter 25.000 jetzt handelt, massiv unter Druck. Ebenso hier die Evergrande-Anleihen. Hier sehen wir, dass das Theater weitergeht, dass das Drama weitergeht. Jetzt haben wir am Donnerstag einen sehr wichtigen Termin in Sachen Evergrande, denn da sollen sogenannte Offshore-Bonds bedient werden mit Zinszahlungen. Das bedeutet also, das sind ausländische Investoren, die hier Zinszahlungen erwarten. Und wenn die kommen, wäre das ein Beruhigungssignal. Wenn sie nicht kommen, wäre das nicht gerade das Allerbeste. Wir sehen hier Evergrande jetzt bei 2, irgendwas. Wir waren jetzt noch im Juli über 24, also hat sich verzehntelt etwa. Das sieht doch sehr stark nach einer Insolvenz aus. Jetzt gucken wir uns mal an, was eigentlich das Problem ist. Zunächst mal die Aussage etwa von chinesischen Behörden, dass also die Evergrande-Bosses Severe Punishment erwarten dürfen, also schwere Bestrafungen. Hier gab es wohl teilweise Insiderhandel. Die chinesischen Medien schreiben schon Artikel, wie Evergrande in Chinas Lehman Brothers sich entwickeln konnte. Erstaunlich, was man da liest. Und insgesamt hat Evergrande Schulden bei 128 Banken und bei 121 Nicht-Bank-Institutionen, also Schattenbanken, wenn man so will. Man hat teilweise 4 Millionen pro Jahr, 4 Millionen Menschen pro Jahr angestellt. Das muss man sich mal vorstellen. Wahrscheinlich viel zu viele für einen rational funktionierenden Konzern. Da geht es eben auch um Jobbeschaffung. Und wir sehen jetzt auf der anderen Seite Demonstrationen hier. Die Polizei schützt das Hauptgebäude von Evergrande, weil die Leute sauer sind. Sie müssen sich vorstellen, derzeit hat Evergrande etwa 1,5 Millionen Wohnungen noch nicht fertig gebaut, die aber überwiegend schon abbezahlt sind von denjenigen, die diese Wohnung gekauft haben. Jetzt fürchten die natürlich zu Recht, shit, ich kriege vielleicht meine Wohnung nicht zu Ende gebaut, habe das Geld in den Sand gesetzt. Und das ist natürlich sozialer Sprengstoff. China wiederum versucht jetzt, Peking wiederum versucht jetzt, Li Keqiang hat das jetzt am Wochenende gesagt, wir werden die Market Tools nutzen, um den Rohstoffmarkt zu stabilisieren. Das bedeutet nichts anderes, als dass man Reserven, die man eingelagert hat, praktisch Regierungsreserven oder Staatsreserven, die man vorher eingelagert hat, freigibt, um eben das Angebot zu erhöhen und damit die Preise ein bisschen unter Druck zu bringen. Iron Ore, also Eisenerz, fällt daher mehr als 10%, aber Eisenerz fällt auch eben, das hatte ich gezeigt, in Tandem mit Evergrande und damit in Tandem mit dem gesamten Immobilienmarkt Chinas. Und wo ist da das Problem? Da hat Giralmo Pandolfi da Cassiodito einen hervorragenden Artikel geschrieben, der zeigt, was eigentlich das Grundproblem ist. Und er fängt erstmal damit an und sagt, es geht hier darum, zunächst mal Leverage ein bisschen einzudämmen, also die Schuldenhebelung einzudämmen. Wir sehen hier etwa unten mal in der Grafik, die Chinesen haben auf ihren Bankkonten 35 Billionen Dollar liegen oder im Gegenwert von 35 Billionen Dollar, das Doppelte, was die Amerikaner haben. Aber wo ist jetzt das Problem? Das Problem besteht darin, dass in China, ähnlich wie in den USA, vor Platzen der US-Immobilienblase eben sich eine Blase gebildet hat. Bei Evergrande etwa war das so, das war ein Spiel, das auch andere Immobilienentwickler mitgespielt haben. Die haben zum Beispiel viel zu teuer Land gekauft, deutlich über dem damals bestehenden Marktpreis. Aber das war denen egal, weil sie praktisch die Risiken an die Banken und an die Käufer dieser Immobilien weitergegeben haben. Sie haben praktisch dann faktisch die Preise erhöht, für
die Käufer hatten das Land viel zu teuer gekauft. Dadurch setzte sich eine Preisspirale nach oben in Gang, die dann auch letztendlich zu einer starken Hebelung vor allem der Käufer der Immobilien führt. Die mussten immer mehr Schulden aufnehmen. Damit wuchsen in den Bilanzen der Banken eben auch die Risiken exponentiell. Und so hat sich das ähnlich aufgeschaukelt wie in den USA. Dort ja permanente Preissteigerungen, die Leute immer mehr Schulden gehebelt, mussten mehr Kredit aufnehmen, haben teilweise eben auch immer darauf spekuliert, dass die Preise weiter steigen. Und genau das ist in China das Problem. Wir haben eine unglaubliche Masse an Institutionen wie auch an Privatpersonen, die eben auf weiter steigende Preise spekuliert haben. Jetzt geht das Ganze gut oder auch Local Governments, also Lokalregierungen, Banken etc. Jetzt geht das Ganze natürlich so lange gut und das war in der US-Immobilienblase auch so, solange eben die Preise steigen. Aber wenn die Preise nicht mehr steigen, dann zeigt sich, dass da ein paar sozusagen jetzt nackt gebadet haben, wenn die Flut vorbei ist. Und dann zeigt sich, wer noch ein Unterhöschen anhat und wer eben leider nicht mehr. Und wir sehen jetzt hier die Verschuldung der Haushalte, der chinesischen Haushalte in Relation zum BIP, eng gekoppelt mit eben dem Immobilienmarkt in China, ist gestiegen von etwa 48,5% im Januar 2018 auf jetzt fast 62%. Das ist massiv. Mithin sind also die Haushalte massiv verschuldet und das macht die ganze Geschichte so schwierig jetzt auch für Chinas Führung. Da mal eben einen Konzern auszubailen, wird nichts helfen, dann muss man den gesamten Immobilienmarkt ausbailen, muss dafür sorgen, dass die Preise nicht fallen und das wird kaum gelingen, denn China hat oder Peking hat ein Credo jetzt ja entwickelt, wir wollen Übertreibungen verhindern, wir wollen diese Leverage raushaben aus dem Markt, aber wie kann man eine solche Blase eben kontrolliert runterfahren? Peking glaubt, man könnte diese Blase kontrolliert runterfahren. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht, ob wenn du sozusagen da eine undichte Stelle in der Blase hast, dann zack, dann entweicht eben die Luft. Das kannst du nicht kontrolliert runterfahren. Das haben die Amerikaner mit Lehman auch nicht geschafft. Und ich vermute auch, dass die Chinesen es nicht schaffen werden mit Evergrande. Es geht eben mehr als um Evergrande. Evergrande ist nur die Spitze des Eisbergs. Dahinter steht eine komplette Blase am US-Immobilienmarkt und das zeigt sich dann auch etwa in den Banken, in den Banking Assets Chinas, die haben etwa 314% betragen, die zum BIP. Vergleichen wir das mal mit den USA, die ja da auch nicht praktisch Kinder von Traurigkeit sind, da sind es 85%. Also die amerikanischen Banken 85% Banking Assets zum BIP, die Chinesen sind bei sportlichen 314%. Das zeigt die Dimension, die da der Fall ist. Diese Blase am Immobilienmarkt, die hat sich dann eben auch in den Bankenbilanzen niedergeschlagen und die schlägt sich bei den Konsumenten nieder. Das ist sozusagen ein Rattenschwanz, der damit dranhängt. Das ist nicht ein isoliertes Problem. Ja, wir retten jetzt mal Evergrande und schon ist die Chose erledigt. Und das hat dazu geführt, dass eben jetzt das lohnendste Geschäft war für viele zu sagen, wir investieren in den Immobilienmarkt, Schulden gehebelt. Dadurch sind Gelder aber fehlallokiert worden. Es fließt praktisch Geld in eine Blase und in andere Sektoren, die dringend dieses Kapital bräuchten, fließt kein Geld. Und das weiß Pekings Führung und das versucht Pekings Führung eben auch zu verhindern. Dementsprechend versucht man eben jetzt dieses Kapital umzuleiten und du hast auf der anderen Seite eine Blase, die darauf basiert, dass du immer frische Luft in diese Blase pumpst, sonst platzt sie, sonst entweicht die Luft, sonst geht das Ganze praktisch nach unten und Chinas Führung will das nicht, dass eben diese Leverage weiter bestehen bleibt. Also man ist in einem unglaublichen Zielkonflikt. Auf der einen Seite kann man sich nicht leisten, dass die Blase platzt, auf der anderen Seite will man aber nicht, dass sie weitergeht. Wie soll das funktionieren? Hier gibt es mal eine Berechnung von Goldman Sachs und anderen, die versuchen zu ermessen, nach welchem Szenario, wie schlimm wird es. Und das beste Szenario etwa wäre, dass das BIP China so um 1,3% zurückgeht, die Neubauverkäufe deutlich nach unten gehen etc. Ein weniger schönes Szenario sieht einen Abfall des BIPs Chinas von 4,5% etwa. Oder von gute 4%. Das ist vor allem für Deutschland ein Problem. Wenn China richtige Probleme bekommt, dann wird Deutschland auch einen Schnupfen bekommen. Aber kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Wir haben ja jetzt gesehen am Verfall am Freitag die Kurse doch unter Druck. Und normalerweise geht es ja dann nach dem Verfall wieder nach oben. Am Verfall
der meistens so um den 19. herum ist, geht es nach unten und dann kommt die wunderbare Rallye. So war es bei den letzten Verfallstagen, September, August, Juli, Juni, Mai und auch April. Und dann sehen wir mal, wie das wunderschön mit einer gewissen Logik der Fall war. Jetzt hatten wir ja am Freitag den großen Verfall, aber derzeit zumindest sieht es jetzt nicht so aus, als würden sich die Märkte so fürchterlich erholen. Mal abwarten. China hat ja Feiertage, Festlandschina heute und morgen. Nur Hongkong hatte auf. Hongkongs Aktienmarkt unter Druck, Singapur unter Druck. Und unter Druck ist jetzt auch Joe Biden, der jetzt wohl auf Joe Manchin verzichten muss als Unterstützer für sein Infrastrukturprogramm. Der hat nämlich jetzt gesagt, also ich bin dafür, dass wir dieses Paket erstmal auf 2022 verschieben und damit ist das erstmal in weite Ferne und die Demokraten brauchen Manchin, denn sie haben ja nur 50 Stimmen im Senat. Und jetzt kommt diese ganze Schuldenobergrenze, Limitanhebung wieder aufs Tapet. Janet Yellen hat jetzt im Wall Street Journal nochmal dringend aufgefordert, den Kongress hier bitte doch zu agieren. Gleichzeitig haben US-Bürgermeister gewarnt, dass das einen unglaublichen Effekt auf ihre Finanzen hätte. Die könnten sich dann teilweise nicht mehr refinanzieren, also lokale Verwaltungen, Städte etc. Und Goldman Sachs warnt, ja, das könnte ziemlich heftig werden. Vor allem könnte dann die US-Regierung Unterstützungszahlungen an Amerikaner nicht mehr zahlen, also Arbeitslose etc. oder einen Teil zumindest dieser Unterstützungen nicht mehr zahlen. Das wäre schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Und die Fronten sind ja durchaus verhärtet. Die Republikaner haben gesagt, nee, also wir werden nicht für die Schuldenanhebung stimmen. Apropos Fed und wir kaufen alles. Fed-Chef Paul hat ja ein sehr sportliches und schönes Depot, ähnlich wie Kaplan, Rosengren und andere Fed-Mitglieder. Allerdings lässt Paul das Ganze verwalten, ist also selber nicht aktiv, aber er hat zumindest in sogenannten Municipal Bonds, das sind Anleihen von Lokalregierungen, hat er 1,5 Millionen Dollar liegen und genau diese Municipal Bonds sind damals ausgebailt worden im Rahmen der Corona-Krise. Auch das hat natürlich wieder ein massives Geschmäckle. Das ist eine Interessensverquickung, die nicht sein kann. Jetzt kommen wir nochmal zu Deutschland und Europa. Jetzt, ich hatte gesagt, ja, ich vermute, dass es dann 2 Wochen dauert, bis deutsche Medien dann von einer Energiekrise sprechen. War ein bisschen zu pessimistisch, es hat nur wenige Tage gedauert. Jetzt hier auf NTV etwa Gas- und Strompreise explodieren, Energiekrise bedroht Europas Wirtschaft. Hier unten sehen wir mal, wie etwa die Preise für Gas, Strom etc. nach oben geschossen sind. Alles hängt mit allem zusammen. Wir hatten zu wenig Wind, das war ein Problem. Wir haben zu leere Gasspeicher jetzt vor dem Winter und wir haben eben diese ganze CO2-Regulierungswut durch die EU, die dazu führt, dass eben die Dinge sich massiv verteuern. Das ist ein Argument, warum die Inflation wahrscheinlich nicht so schnell abnehmen wird, weil die Energiepreise weiter massiv steigen werden. Und es ist diese Kombination, die so schwierig ist jetzt derzeit, die zu dieser ganzen Geschichte führt. Dazu dann lokale Probleme in Russland, dass da irgendwas abbrennt, in UK auch etc. Also es ist so ein Gemisch. Alles hängt mit allem zusammen und das große Problem ist, dass Fakten ja schon gesetzt wurden durch die EU-Kommission in Sachen CO2 und ob wir jetzt in Deutschland etwa eine linken Regierung hätten, mit der Linke als stärkste Partei jetzt nun mal hypothetisch, oder ob die AfD eine absolute Mehrheit haben würde, das spielt eigentlich in vielen Bereichen gar keine Rolle mehr, weil eben hier Fakten geschaffen werden durch Politik, wie es in Sachen CO2 weitergeht, das hat auf den Immobilienmarkt einen massiven Einfluss und da kann keine Partei in Deutschland dagegen agieren, es sei denn, man tritt aus der EU aus, das ist eher unwahrscheinlich. Also wir sehen, das ist ein Selbstläufer, diese Energiepolitik, die von der EU praktisch vorgegeben wird und dann durch die EZB auch im Bankenbereich exekutiert wird. Da kommt einiges auf uns zu. Und wir sehen Erzeugerpreise mit 12%, jetzt gerade frische Daten. So stark gestiegen wie seit 1974, nicht mehr transitory, unbedingte transitory, meine Damen und Herren. Die Frage ist jetzt, kommt, fand ich eine sehr schöne Illustration hier, kommt jetzt die Zeit der Bären. Wie gesagt, heute geht es erstmal nach unten, aber kommt jetzt das Muster wieder bei the dip. Hier steht der Bulle noch auf der Bühne und bekommt Bravo-Rufe und der Bär sagt, ist jetzt meine Zeit gekommen? Und der Manager sagt, nee, warte noch, warte noch, warte noch. Wir werden sehen, mein Kollege Hannes Zipfel hat übers Wochenende einen sehr, sehr schönen Artikel, sehr guten Artikel geschrieben, wie Evergrande den chinesischen Immobilienhype beendet, da sehr gute Vergleiche mal gezogen, werde ich Ihnen unter das Video verlinken, unbedingt lesen, meine Damen und Herren, und wenn Sie wollen,
dann sollten Sie vielleicht auch mein kurzes Video sehen. Alles für alle, da setze ich mich als neuer Kandidat zum Finanzkanzler dafür ein, dass alle alles bekommen. Rentenerhöhungen, Mindestlohnanhebungen, Steuersenkungen und das alles finanziert durch die EZB und Marcello Fraccherino als neuen EZB-Chef. Ein konsequentes MMT-Programm, das ich hier vorschlage. Die Meinungsforscher sind schon total jetzt nervös, weil das natürlich ein Gamechanger ist, wenn ich jetzt plötzlich noch in den Ring steige. Das hatten Sie nicht auf dem Zettel. Die ganzen Prognosen sind jetzt für die Katz. Auch das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, meine Damen und Herren, und wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Montag. Ich sage Servus und Ciao.